Im Namen der Sicherheitsdirektion und vom Sport und vom Kanton Zürich begrüße ich Sie ganz herzlich zu der heutigen Medienkonferenz. Es geht um die Studie Sport Kanton Zürich. Und wir haben da drei Referentinnen und Referenten, die Sie über die Zahlen und Fakten werden informieren. Das ist zum einen der Regierungsrat Mario Fehr. Dann haben wir Rahel Bürgin von Lambrecht und Stamm da bei uns, der in die Tiefe wird gehen. Und der Stefan Schützau, der noch den Bogen schlägt zur ganzen Sportförderung. Wir würden im Anschluss dann Fragen im Plenum machen, wenn es das braucht. Und sonst stehen die Referentinnen und Referenten auch für Einzelinterview zur Verfügung. Dann übergebe ich gerne das Wort an Mario Fehr. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau. Herzlich guten Morgen. Miteinander zuerst einmal die simple Feststellung, dass Zürich ein Sportkanton ist. In dieser Studie wird nachgewiesen, dass immer mehr Zürcherinnen und Zürcher Sport machen. Und ich glaube, wenn man auf die vergangenen Monate zurückschaut, hat gerade die Corona-Pandemie gezeigt, wie wichtig der Sport ist. Wir haben frühzeitig, also wir heisst Sportamt vom Kanton Zürich und auch die Sicherheitsdirektion, wir haben frühzeitig die Leute angehalten, mehr Sport zu machen. Also zu einer Zeit, wo der Alain Berset noch gerappt hat, bleiben Sie zu Hause, haben wir gesagt, das allein kann es nicht sein. Gehen raus, bewegen euch, gehen zusammen joggen, gehen zusammen spazieren, gehen zusammen Velofahren, machen das in einer vernünftigen Art und Weise. Und ich bin eigentlich sehr überzeugt davon, dass ohne den Sport die Krise so nicht hätte bewältigt werden können. Bis jetzt, das zeigen auch Erfahrungen aus anderen Ländern, die eigentlich Ausgangssperren hatten und die Ausgangssperren haben soziale Verwerfungen nach sich gezogen. Bei uns haben sich die Leute vernünftiger verhalten, wir haben weniger Restriktionen gemacht und mit dem Sport zusammen haben wir die Krise gut bewältigen können. Die Resultate von dieser Studie sind extrem erfreulich. Wir haben mehr als 3/4 der Leute, die mindestens einmal in der Woche Sport machen. Und was ich besonders beeindruckend finde, über die Hälfte der Menschen im Kanton Zürich, 52%, machen regelmässig Sport. Regelmässig Sport heisst in unserer Definition mehr als 3 Stunden. In der Woche. Das ist die eine Zahl, die ich extrem beeindruckend finde. Und auf der anderen Seite ist der Anteil von denen, die keinen Sport machen, die sich als Nicht-Sportlerinnen und Sportler, das muss man auch noch differenzieren, das wird dann Frau Bürgi nachher machen, der ist um 10% zurückgegangen. Also in der Covid-Phase, in der Phase, in der wir jetzt sind, ist noch mehr Sport gemacht worden. Und wenn man dann in den Studien hineingeht, dann haben vor allem Senioren und Frauen aufgeschlossen. Wir haben heute Frauen und Männer, die praktisch gleich viel Sport machen im Kanton Zürich. Für mich ist das immer auch ein Zeichen von Integration, von gesellschaftlicher Teilhabe, dass es eben selbstverständlich geworden ist in dieser Gesellschaft, dass Frauen und Männer Sport machen und dass das nicht, wie wenn man 10, 20, 30 Jahre zurückschaut, eher eine männliche Domäne ist. Wir haben die Leute gefragt, wieso sie Sport machen, was ihre Zielsetzung ist. So rund 2/3 sagen, die Förderung der eigenen Gesundheit ist wichtig. 50% sagen, sie wollen fit sein, sie haben Freude an der Bewegung, sie wollen in die Natur rausgehen. Ich glaube, wenn man in diesem Sommer in den Schweizer Bergen unterwegs war, und wer ist nicht in den Schweizer Bergen unterwegs gewesen, den Sommer, wo hätten wir auch sonst hin können? Ausser in die Schweizer Berge und in die Schweizer Wälder. Da haben viele Natur auch neu entdeckt. Wir haben eine Rangliste gemacht von den beliebtesten Sportarten der Zürcherinnen und Zürcher. Wandern, Velofahren oder Radfahren, je nachdem, wie man es will sagen. Schwimmen, Joggen, Skifahren, Fitness. Also man sieht, es hat viel unabhängigen Sport auch dabei. Wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag, wir fördern den Sport im Kanton Zürich, wir haben einen Verfassungsauftrag für das. Wir haben, und ich glaube, das ist spätestens seit der Annahme der Zürcher Verfassung unbestritten, eine gesellschaftliche Bedeutung vom Sport. Der Sport, eigentlich egal, ob ein Verein macht oder ob ein sonst mehrere zusammen macht, ist ganz wichtig für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Er ist ein unglaublicher Integrationsmotor. Wir haben ja immer wieder auch Programme gemacht vom Kanton aus. Wir haben einen Auftrag von der Regierung auch für die Legislatur, gerade an sportfernere Kids zum Beispiel anzukommen, wo dann vielfach auch Frauen zum Beispiel sind mit einem Migrationshintergrund. Wir haben spezielle Programme gemacht. Wir haben zum Beispiel mal ein Programm gehabt, Kick-It, also wo wir im Anschluss an die Schule noch können go shooten im schulischen Umfeld. Wir fördern sehr stark den freiwilligen Schulsport. Wir sind sehr aktiv an den Schnittstellen zwischen dem Schulsport und nachher dem Freizeit- und Vereinsport. Ich muss noch mal zurück. Daneben ist es Gesundheitsförderung vor der Freizeitbeschäftigung. Aber noch mal zu sagen, der Integrationsteil ist mir extrem wichtig. Ich glaube, eine Gesellschaft ohne Sport würde nie die Integrationsleistung anbringen, die wir hier in der Schweiz haben. Jetzt gehen die nächsten. Das ist ein Überblick, wie wir unsere Mittel verwenden. Wir sagen, dass gerade weil jetzt auch wieder das Lotteriegesetz in Debatten ist im Kantonsrat, aber das sieht gut aus dort für den Sport. Wir haben 30% der Lotteriegelder und so tun wir sie ungefähr verteilen. Gut 4 Millionen in die Sportförderung. Wir unterstützen die Anlagen, nicht nur die prominenteren Anlagen, also von kantonaler Bedeutung, sondern ganz viele Gemeindeanlagen, auch Anlagen von Vereinen und Verbänden. Und wir wissen, dass manche Anlagen nicht hätte gebaut werden können, ohne den kantonalen Beitrag. Selbstverständlich unterstützen wir den Vereinssport. Und wir sind jetzt gerade dran am Sportzentrum Kerenzenberg. Das werden wir, das ist ein 50-Millionen-Projekt. Wir werden im Dezember in einem Jahr das können einweihen. Für uns ist es wichtig, dass wir neue Trends aufnehmen. Wenn man einen allgemeinen Trend sieht, dann geht der, glaube ich, in Richtung unabhängiger Sport. Also die Vereine sind sehr, sehr wichtig, aber es gibt auch den unabhängigen Sport. Wir wollen beides gleich fördern. Wir fördern Vereine und Verbände. Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit ihnen, aber wir fangen je länger, je mehr an, auch unabhängigen Sport fördern, also so Installationen wie Pumptracks, wie Streetworking-Anlagen. Wir haben das Pilotprojekt letztens können eröffnen, Active City Kloten, wo auch wieder die Idee ist, dass man im öffentlichen Raum relativ ungebunden sich kann treffen kann, Sport machen, immer mit der Animationswirkung, dass man nachher selber mehr macht. Den freiwilligen Sport habe ich schon erwähnt. Ich will an diesen Stelle auch allen danken, die das machen. Wir wissen natürlich, dass das Sportamt vom Kanton Zürich oder das Sportamt von der Stadt Zürich, dass wir das nicht allein machen können. Wir brauchen starke Partnerinnen und Partner. Wir haben das in den Gemeinden, in den Verbänden, in den Vereinen. Wir sind ein eigentlicher Sportkanton. Und das wird jetzt bei diesen Studienergebnissen von der Frau Dr. Rahel Bürgi ganz sicher noch verdeutlicht können werden. Sie haben das Wort. Danke vielmals. Es freut mich, dass ich im Rahmen dieser Medienkonferenz das Resultat dieser Studie präsentieren darf. Sportkanton Zürich erhebt viele Zahlen und Fakten zum Sport im Kanton. Und es ist eine wichtige Grundlage für die Sportpolitik, für die Sportförderung, aber auch für die Sportplanung. Sportkanton Zürich ist ein Teil der nationalen Erhebung Sport Schweiz und ist seit 2003 bereits zum dritten Mal durchgeführt worden. Als Einstieg möchte ich Ihnen einen kurzen methodischen Überblick geben, damit Sie wissen, wie wir zu diesen Zahlen gekommen sind. Die Befragung ist im Mixed Mode durchgeführt worden. Das bedeutet, die Befragten haben selber können entscheiden, wenn sie online selbstständig den Fragebogen am Computer ausfüllen oder aber wenn sie an einem Telefoninterviewer oder an einer Telefoninterviewerin Auskunft geben am Telefon. Unabhängig von der Methode hat das etwa 40 Minuten in Anspruch genommen, um die Fragen zu beantworten. Das ist relativ lang, zeigt aber den grossen Umfang dieser Befragung. Wir haben die Wohnbevölkerung im Kanton Zürich befragt, im Alter ab 15 Jahren. Die Stichprobe ist vom Bundesamt für Statistik zufällig aus den Registerdaten gezogen worden. Das bedeutet, wir haben hier ein repräsentatives Abbild von der Wohnbevölkerung im Kanton Zürich. Es sind 2872 Personen befragt worden. Das entspricht einem Rücklauf von 41%. Das ist ein guter Rücklauf.
Und als wichtige Information noch voraus, wir haben die Zahlen 2019 erhoben. Das bedeutet, die Studienresultate zeigen eben das Bild, wie es vor der Corona-Pandemie war. Dann kommen wir zu den ersten Resultaten und der Frage, wie sportlich das Zürcherinnen und Zürcher sind. Wir haben die Sportaktivität mit verschiedenen Fragen erhoben. Einerseits zu der Gesamttour, zu der wöchentlichen Gesamttour der Sportaktivitäten. Andererseits, wie häufig dass man pro Woche Sport macht. Wir haben die beiden Angaben dann für die Auswertungen kombiniert und einen einfachen Sportindikator gebildet. Der hat 5 Stufen und den sehen Sie hier abgebildet. Die dunkelblaue Kategorie, das sind eben die Leute, die mehrmals pro Woche mindestens 3 Stunden Sport machen. Da gehören im Kanton Zürich 52% dazu, wie der Herr Fehr schon einleitend gesagt hat. Auf der anderen Seite haben wir die rote Kategorie, das sind die Personen, die sagen, ich mache keinen Sport. Zu denen gehören im Kanton Zürich 13%, womit der Kanton ein bisschen unter dem Schweizer Durchschnitt liegt. Auf die 3 weiteren Kategorien möchte ich da jetzt nicht weiter eingehen. Ich möchte aber noch etwas zu der Entwicklung der letzten gut 20 Jahre sagen. Sie sehen, seit 2003 nimmt die Zahl dieser sehr aktiven Sportler kontinuierlich zu. In den letzten 6 Jahren ist jetzt der Anstieg mit plus 6 Prozentpunkte nochmal überproportional ausgefallen. Sehr bemerkenswert ist auch die Entwicklung bei den Nichtsportlerinnen und Nichtsportlern. Sie sehen, seit 2003 haben wir im Kanton immer etwa einen Anteil gemessen von plus minus 20%. In den letzten 6 Jahren ist der Anteil jetzt um 10 Prozentpunkte zurückgegangen. Ja, der Boyfund, da stellt man sich natürlich unweigerlich die Frage, was zu dem Sportpunkt geführt hat, wer da verantwortlich ist dafür. Da hat es der Herr Fehr schon angetönt. Da sind vor allem Frauen verantwortlich dafür. Sie haben in den letzten 6 Jahren ihre Sportaktivität deutlicher können steigern als die Männer. Vor allem, wenn man den Anteil von den sehr aktiven Sportlerinnen betrachtet. Auch bei den Nichtsportlerinnen und Nichtsportlern sieht man heute praktisch keinen Geschlechterunterschied mehr. Es lohnt sich aber auch ein Blick aufs Alter, weil auch da haben interessante Verschiebungen stattgefunden. Wir sehen, die jüngste Altersgruppe die gehört zu den aktivsten, das ist nichts Neues. Ebenfalls nicht neu ist, dass die Sportaktivität zwischen 30 und 44 leicht zurücknimmt. Dafür ist vor allem die Elternschaft verantwortlich. Die jungen Mütter und Väter haben durch die Geburt des Kindes nicht mehr ganz so viel Zeit, um sportlich aktiv zu sein. Neu ist jetzt aber, dass in der zweiten Lebenshälfte ab 45 die Sportaktivität noch einmal stark zunimmt und im Pensionsalter Höchstwert erreicht. Also Sie sehen da die dunkelblaue Kategorie im Kanton Zürich, da sind die 60- bis 74-Jährigen, haben einen grösseren Anteil an sehr aktiven Sportlern als die unter 30-Jährigen. Zusammenfassend sehen wir auf dieser Folie nochmal sehr schön die Entwicklung in den letzten 6 Jahren, getrennt nach Geschlecht und Alter eben von diesen sehr aktiven Sportlern. Wir sehen, die Frauen haben in allen Alterskategorien können zulegen. Ebenfalls sieht man, dass Frauen nach dem Rückgang zwischen 30 und 44 bereits im Alter ab 44 ihre Sportaktivität deutlich steigern können. Die Männer hingegen, die arbeiten das erst im Pensionsalter. Bei ihnen sieht man aber ebenfalls, dass tendenziell die älteren Altersgruppen höhere Zunahme in den letzten 6 Jahren erzielt haben, bei diesen sehr aktiven Sportlern. Neben dem Geschlecht und dem Alter gibt es natürlich auch noch weitere Einflussfaktoren auf die Sportaktivität. Je höher die Bildung ist, je höher das Haushaltseinkommen, desto mehr Sport wird getrieben. Das ist kein neuer Befund, den kennt man so, an dem hat sich in den letzten 20 Jahren nichts geändert. Ebenfalls gibt es Unterschiede zwischen der Schweizer Bevölkerung und der ausländischen Bevölkerung im Kanton Zürich. Die im Kanton Zürich lebenden Ausländerinnen und Ausländer, die treiben weniger Sport als die heimische Bevölkerung. Da muss man aber unterscheiden, je nach Herkunftsregion gibt es da deutliche Unterschiede. Ebenfalls gibt es im Kanton Zürich auch innerhalb der Bezirke regionale Unterschiede. Auf die möchte ich aber jetzt da im Rahmen dieser Medienkonferenz nicht weiter eingehen, die sind aber im Bericht detaillierter beschrieben.
Dann noch kurz ein Wort zu den Nichtsportlerinnen und Nichtsportlern, wo wir eben gesehen haben, dass sie in den letzten 6 Jahren um 10% zurückgegangen sind. Als Grund für ihre Sportabstinenz nennen die Nichtsportlerinnen und Nichtsportler am meisten die fehlende Zeit, auch eine höhere Arbeitsbelastung, fehlende Lust und gesundheitliche Gründe werden von ihnen häufig ins Feld geführt. Das deutet schon ein bisschen darauf hin, dass es falsch wäre, wenn man die Nichtsportlerinnen und Nichtsportler einfach alle als überzeugte Sportmuffel bezeichnen würde. Das ist nicht so. Viele von ihnen haben ein sehr positives oder ein positives Sportbild. Mehr als die Hälfte von ihnen sagen, dass sie ab und zu sportliche Aktivitäten ausführen. Und 40% von ihnen wollen in Zukunft wieder mit Sport anfangen oder den Sport wieder intensivieren. Das positive Sportbild ist natürlich nicht nur bei den Nichtsportlerinnen und Nichtsportlern vorhanden. Das ist bei den Sportlern noch viel ausgeprägter. Sie sehen hier auf dieser Grafik den Begriff, wo die Zürcher Bevölkerung, also die Nichtsportler und Sportler, im Kanton Zürich mit Sport in Verbindung bringen. Am meisten werden von der Zürcher Bevölkerung Bewegung und Gesundheit mit Sport assoziiert. Aber auch Begriffe wie Training, Fitness, Anstrengung, Selbstdisziplin, Spass und Körpergefühl werden von mehr als 50% genannt. Negative Begriffe, die werden hier rot eingefärbt, Sie sehen, die sind sehr klein, die werden fast nie genannt. Ja, das positive Sportbild, das trägt sicherlich einen Teil dazu bei, dass man im Kanton Zürich eben so viel Sport treibt. Es gibt aber auch noch andere Erklärungsansätze. Der eine davon ist, dass Sport eben die unterschiedlichsten Bedürfnisse erfüllen kann. Sie sehen hier die Wichtigkeit von verschiedenen Sportmotiven, warum Zürcherinnen und Zürcher Sport treiben. Der Herr Fehr hat es schon gesagt, Gesundheit ist hier an erster Stelle. 67% der Zürcherinnen und Zürcher Sportler finden das Motiv sehr wichtig. Aber auch fit sein, Freude an der Bewegung und draußen in der Natur sein, werden von mindestens 50% als sehr wichtiges Sportmotiv eingeschätzt. Soziale Aspekte und Leistungs- und Wettkampfmotiv, die sehen wir in den hinteren Regionen. Die stehen bei vielen Sportlerinnen und Sportlern nicht mehr im Vordergrund. Nichtsdestotrotz gibt es aber immer noch Leute, die das Wettkampfmotiv als sehr wichtig einschätzen. Im Kanton Zürich nehmen tatsächlich 17% der Sportlerinnen und Sportler am Wettkampf teil. Das sind häufig Personen, die sehr sportlich aktiv sind und eine hohe Sportbegeisterung an den Tag legen. Ein weiterer Grund, wieso man im Kanton Zürich so viel Sport treibt, ist das unglaublich breite und vielfältige Sportangebot, das man vorfindet. Es gibt eigentlich für fast jeden und für fast jede ein passendes Angebot. Die Bevölkerung des Kantons Zürich kann aus einer breiten Palette an verschiedenen Sportarten auswählen und macht das auch. Im Schnitt hat die befragte Person mehr als 4 Sportarten angegeben, die sie ausführt. Die Polysportivität hat in den letzten 6 Jahren noch einmal deutlich zugenommen. Wie der Herr Fehr schon erwähnt hat, ist Wandern, Velofahren, Schwimmen, Skifahren und Jogging gehört zu den beliebtesten Sportarten. Wir nennen das Fünferpäckchen auch den helvetischen Fünfkampf. Das ist darum so, weil es eben auch in der Schweiz an vorderster Front ist. Im Kanton Zürich sind zudem auch noch Fitnesstraining, Krafttraining, Yoga und Tanzen sehr beliebt und werden von mehr als 10% ausgeübt. Interessant ist dann natürlich auch die Entwicklung in den letzten 6 Jahren. Die grossen Gewinner sind Wandern, Krafttraining und Yoga. Das sind die Sportarten, die am meisten geboomt haben. Wichtiger Hinweis hier, da gibt es natürlich je nach Alter und Geschlecht teilweise beträchtliche Unterschiede, wie häufig dass die Sportarten ausgeübt werden. Ja, wenn man vom Angebot redet, dann bezieht man sich eben einerseits auf die Sportarten, andererseits interessiert natürlich auch das Umfeld, also das Setting, wo die Sportarten betrieben werden. Im Kanton Zürich bezeichnet sich 46% als freie Sportler, das heisst, sie treiben ungebunden und außerhalb von Fitnesszentren und Vereinssport. Die Gruppe hat ihren Anteil in den letzten 6 Jahren leicht steigern können. Ebenfalls klar im Aufwind sind im Kanton Zürich die Fitnesszentren. Mittlerweile haben 26% der Zürcher Bevölkerung ein Abo in einem Fitnesscenter. In der gleichen Zeit konstant geblieben sind die Mitgliedschaften im Sportverein. Da liegt der Kanton Zürich bei 21%.
Wie bei den Sportarten gibt es auch da Unterschiede nach Geschlecht. Männer sind deutlich häufiger in den Sportvereinen anzutreffen. Bei den Frauen sind hingegen die Fitnesscenter beliebter. Vor allem bei den jungen Frauen haben die Fitnesscenter in den letzten 6 Jahren sehr an Popularität gewonnen. Ebenfalls populär sind die Fitnesscenter in den urbaneren Gebieten und in den Städten. Auf dem Land hingegen ist der Verein immer noch die klare Nummer 1. Ja, mit so einer Vereinsmitgliedschaft kann man natürlich von vielen positiven Aspekten profitieren. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass man ein Stück weit im Verein auch mithelfen sollte. Tatsächlich machen das 53% der Aktivmitglieder im Kanton Zürich. Sie haben entweder ein Amt im Verein oder leisten Helferdienst. Wenn man diesen Wert nicht nur bei den Aktivmitgliedern anschaut, sondern bei der Gesamtbevölkerung des Kantons, dann leisten 18% der Zürcherinnen und Zürcher freiwilliges Engagement im oder für den Sport. Dritter Grund für den Sportboom in den letzten Jahren oder wieso die Zürcherinnen und Zürcher so viel Sport treiben, ist das erstklassige Angebot, das man im Kanton vorfindet. Sie sehen hier die meistgenutzten Sportinfrastrukturen der Zürcherinnen und Zürcher. Diese Nutzung widerspiegelt natürlich immer auch ein Stück weit Sportartenpräferenzen. Wir haben vorher gehört, dass eben der helvetische Fünfkampf sehr beliebt ist. Der findet vorwiegend draussen statt und darum erstaunt es auch nicht, dass die freie Natur, Wanderwege, Bergbahnen und die verschiedenen Gebäude von mehr als 35% der Zürcherinnen und Zürcher genutzt werden. Auch die Fitness- und Sportcenter zeigen eine sehr hohe Nutzung. Auch das erstaunt nicht, wenn man die Beliebtheit des Fitness- und Kraftsport im Kanton Zürich anschaut. Fitness- und Sportcenter sind vor allem zusammen mit der freien Natur und den Turn- und Sporthallen auch wichtig bei der regelmäßigen Nutzung. Die Anlagen werden nämlich mindestens wöchentlich von mehr als 10% der Zürcherinnen und Zürcher genutzt. Sehr positiv ist, dass die Infrastruktur nicht nur häufig genutzt wird, sondern dass sie eben häufig auch direkt vor der Haustür genutzt werden kann. Die meisten Anlagen befinden sich in der eigenen Wohngemeinde oder zumindest in der näheren Region. Uns hat es auch noch interessiert, welchen Stellenwert die Sportförderung im Kanton hat. Für das haben wir den Befragten die folgende Frage gestellt. Wenn Sie 1'000 Franken für den Bereich Kultur, Soziales und Sport spenden könnten, wie viel Geld würde jeder von diesen Bereichen von Ihnen überkommen? Sie sehen das Resultat auf der rechten Seite. Im Schnitt würden Zürcherinnen und Zürcher 250 Franken für Kultur, 415 Franken für Soziales und 335 Franken für den Sport spenden. Der Sport kommt also von der Zürcher Bevölkerung ein bisschen mehr als ein Drittel über. Wenn man das vergleicht mit der Verteilung von 2014, dann hat es nur ganz wenig Unterschied gegeben. Das Mal kommen die Kultur und der Sport ein bisschen weniger über das Soziale, dafür ein bisschen mehr. Somit möchte ich noch ein kurzes Fazit ziehen und die wichtigsten Ergebnisse noch mal kurz aufführen. Wir haben gesehen, dass die Zürcher Bevölkerung sehr sportbegeistert ist. Sie haben in den letzten 6 Jahren die Sportaktivität noch mal klar steigern können. Der Sportboom setzt sich somit fort. Hauptverantwortlich sind da vor allem Frauen und Personen ab 45 Jahren. Was sehr erfreulich ist, dass eben erstmalig der Anteil der Nichtsportlerinnen und Nichtsportler markant abnimmt. Und als Gründe dafür haben wir gesehen, da kann man das vielfältige Sportangebot, die gute Infrastruktur zählen und eben, dass der Sport die unterschiedlichsten Bedürfnisse erfüllen kann. Wir haben gesehen, dass die Zürcher Bevölkerung ein sehr positives Sportbild hat und dass sie sich klar zu der Sportförderung bekennt. Dazu haben wir auch noch weitere Daten in den Studien erhoben. Für das möchte ich jetzt aber das Wort am Stefan Schötzau übergeben. Der sagt dann gerade, wo die Studie aufgeschaltet ist und kann eingeschaut werden. Genau. Also die Studie, danke vielmals, Rahel, die Studie kann auf der Webseite vom Sportamt, findet man die, auffindbar ist die dort. Es gibt eine Faktenbroschüre, eine Zusammenfassung und es gibt einen ausführlichen Teil, wo man beides dort findet. Man hat in dieser Studie eben auch gefragt, wie schätzen die Zürcherinnen und Zürcher denn die Sportförderung ein und was haben sie auch noch für Wünsche. Und das ist für uns als Sportamt immer auch ein wichtiger Indikator, um zu schauen, wie wir unterwegs sind in unserer mit unseren Fördermassnahmen. Und generell kann man wirklich sagen, Zürcher sind
sehr zufrieden mit der Sportförderung. Sie sind im Übrigen ein bisschen, in allen Bereichen ein bisschen zufriedener als in der ganzen Schweiz. Das hat uns natürlich besonders gefreut als Zürich. Man sieht das auch an den einzelnen Bereichen. Den Zürcherinnen und Zürcher liegt vor allem der Jugend- und Nachwuchssport am Herzen. Dort sagen 40%, man soll noch etwas mehr machen, als man bisher macht. Ähnlich sagen sie auch im Bereich der Sporttalente. Da sollte man noch etwas mehr machen, die noch etwas mehr unterstützen. Gleiches auch für benachteiligte Gruppen, wo Zürcherinnen und Zürcher sagen, da dürfte man auch noch ein bisschen mehr machen. Was hingegen, und das sieht man, dass man das auch sehr differenziert anschaut, was ein bisschen kritischer angeschaut wird, ist der kommerzielle Spitzensport. Da sagen doch ein paar Leute, da wird zu viel gemacht, obwohl der Kanton praktisch nur in den Rahmenbedingungen tätig ist. Aber das ist auch ein Zeichen vom Ausdruck, dass die Leute nicht wollen, dass der Kanton sich da aktiv im kommerziellen Spitzensport engagiert. Und differenziert ist es eben darum, weil es ist nicht ein generelles Votum gegen den Spitzensport, weil die differenzierte kommerzielle Spitzensport, also erste Mannschaft FC Zürich, erste Mannschaft ZSC, das ist der kommerzielle Spitzensport, wo die Leute finden, da muss jetzt nicht die öffentliche Hand etwas dazu gross beitragen. Für uns ist das wichtig, wir sind dort auch vor allem tätig im Jugend- und Breitensport und darum ist das ein gutes Resultat. Man hat die Leute gefragt, was sind denn die Wünsche der Zürcherinnen und Zürcher? Und da gibt es einen markanten Wunsch, der ziemlich deutlich auch noch ist, wo sich ein bisschen entwickelt hat. Auch. Das ist der Wunsch nach mehr Feriensportangebot. Das ist doch für 80% der Leute wichtig oder sogar sehr wichtig. Und speziell ist das auch, das wird durch alle Alterskategorien durchgenannt. Also nicht nur die jungen Mütter oder jungen Väter sagen das, sondern sagen alle Generationen, sagen, das wäre etwas, wo man noch mehr ausbauen. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Betreuungsdruck in diesen Ferienzeiten, die da ist. Es ist uns auch bekannt von der Nachfrage her, dass das ein Bedürfnis ist. Wir hören das, wir wissen das, wir fördern das selber auch, bieten selber auch Lager in diesem Bereich an. Uns ist in diesem Bereich immer wichtig, dass die Animation eben zu einer Regelmäßigkeit führt. Darum ist so Zusammenarbeit, wenn man so Lager organisiert mit lokalen Vereinen, die ihr Angebot zeigen können, wichtig, damit Kinder, die kommen, dann nachher allenfalls auch in dem Verein landen. Und der zweite Punkt der Wünsche geht, wenn man das so ein bisschen überfliegt oder zusammenfassen will, ist es, glaube ich, so ein bisschen die Bewegungsfreundlichkeit, Wohnumfeld, Schulplatz, allgemein öffentlich und gut zugängliche freie Sportinfrastruktur, die immer ein bisschen stärker zum Ausdruck kommt in den letzten Jahren. Das ist etwas, was damit zu tun hat, dass die Leute auch immer mehr tagesunabhängig Sport machen. Die meisten Leute machen immer noch am Abend Sport, aber in der Entwicklung, das kann man in den Studien auch sehen, wird die Verteilung vom Sport über den ganzen Tag immer grösser. Also es machen viel mehr Leute mittlerweile halt auch über Mittag oder dann am Nachmittag oder so Sport. Und das zeigt einfach auch, dass so frei zugängliche Sportinfrastrukturen, Pumptracks, eben da die Powerstation, die man machen kann, dass die sehr wichtig sind. Und sie sind insbesondere auch für die jungen Erwachsenen sehr wichtig, das gehen die Jungen als sehr wichtig an. Es ist etwas, was uns auch am Herzen liegt und wir auch machen. Insgesamt, das haben wir schon ein bisschen gehört, kommt das Sportangebot im Kanton Zürich sehr gute Noten über. Die Sportmöglichkeiten sind riesig. Die Bewertung ist bei 73% der Bevölkerung bei gut oder sehr gut, wo die Leute sagen, in meiner Wohngemeinde oder in meiner Region kann ich gut Sport machen, die sind zufrieden. Sie sind zufrieden mit dem, was sie nutzen. Wir haben so eine Rangliste auch in der Studie, was würde man dann noch ein bisschen mehr vom Ausbau her wünschen. Da ist der oberste Wunsch ist Hallenbäder, nachher kommen Turn- und Sporthallen und dann könnte man noch ein bisschen den Wunsch, dass die Vereine noch mehr Angebot machen. Allgemein kommt auch dort der Wunsch von den frei zugänglichen Anlagen. Das ist ein Wunsch, der vor allem auch von den Jungen, der bei der jungen Bevölkerung eine höhere Priorität hat. Es gibt ein Verbesserungspotenzial, das gewünscht wird. Das ist eher auf der Informationsseite. Also es gibt irgendwo immer noch einen Bedarf, sich gut zu informieren, wo kann ich was machen. Da muss man einfach auch festhalten, das gute Ergebnis ist wirklich auch der Gemeinde zu verdanken. Die Gemeinden, die investieren extrem viel, auch in Sportinfrastruktur, in gute Sportinfrastruktur, die auch sehr genutzt wird. Wir dürfen sie aus dem Sportfonds, haben wir schon gehört, unterstützen in diesem ganzen Prozess.
Dann möchte ich noch etwas sagen zu der Bedeutung der Sportvereine, weil das in der Studie mit den Fitnesscentern und den freien Sportlern doch auch sich ein bisschen immer mehr verändert. 46% sind freie Sportler, das haben wir gehört. Die Mitgliedschaften im Fitnesscenter haben zugenommen und die Vereinsmitgliedschaften sind stabil. Offensichtlich ist das Bedürfnis von individuell Sport machen, jederzeit Sport machen, gross. Die jungen Frauen vor allem, die das dort sehr in Anspruch nehmen. Die Fitnesscenter haben auch der Vorteil, glaube ich, oder bringen das mit, dass sie das Motiv Gesundheit und Fitness halt eben sehr gut abdecken. Und sie sind, wie wir das gehört haben, gegenüber in den Zentren und urbanen Gebieten, sind sie diesbezüglich mit dem Sportverein im Vorteil. Trotzdem, oder erst recht, sind die Sportvereine extrem wichtig. Die Mitgliederzahlen sind stabil, sie sind vom Ehrenamt getragen, sie sorgen für den gesellschaftlichen Kit in der Gesellschaft, für das Leben im Dorf. Und das ist da, in dieser Studie kommt das ein bisschen noch zu wenig raus, sie sind im Kinder- und Jugendsport unersetzlich schlicht und einfach. Also wir haben aus der Vereinsstudie, wissen wir das, 62% von den 10- bis 14-Jährigen sind in einem Sportverein im Kanton Zürich. Und das sind genau die, die da nicht gefragt worden sind. Also das muss man dann da auch einfach auch ein bisschen einordnen. Und der Aspekt vom Wettkampfsport, der vor allem auch im Vereinssport eine Wichtigkeit hat, der ist wichtig auch für die Regelmäßigkeit, wenn wir auf etwas antrainiert sind. Das, was Rahel Bürgi gesagt hat, das sind meistens die trainierten, sehr aktiven Leute, die da rum sind. Trotzdem, glaube ich, muss man als Verein, ist es eine Aufgabe als Verein, sich auch zu überlegen, auch mit den Resultaten, Individualisierung vom Sport, Frauen, die weniger im Sportverein vertreten sind, wie können wir da auch ein Angebot schaffen, weil es ist ein Bedürfnis der Leute, dass die Vereine ein gutes Angebot haben, das ist auch rausgekommen. Also da werden wir mit den Vereinen sicher auch zusammenarbeiten und sie beraten diesbezüglich. Darum, so, bevor ich dem Herrn Fehr zurückgebe, mein Fazit aus dem Sportamt, Sicht vom Sportamt, das ist natürlich hocherfreulich, dass die sehr sportlich Aktiven zugenommen haben. Und das ist etwas, wo uns ein Anliegen ist. Wir sind, meinte ich, auf dem richtigen Weg. Wir haben die Befunde, die sich so länger am Abzeigen auch aufgenommen, mit verschiedenen Massnahmen. Wir sind mit dieser Öffnung, mit dieser frei zugängliche Sportförderung auch da. Es ist übrigens auch so, glaube ich, dass die verschiedenen Massnahmen auch dazu geführt haben, dass wir als Sportamt ein bisschen bekannter geworden sind, dass man weiss, was wir machen und dass die Leute auch merken, dass wir etwas Gutes machen. Trotz allem ist es so, dass wir als kantonales Sportamt die Sportförderung in Kanton Zürich nicht alleine machen. Wir brauchen die Partnergemeinden, wir brauchen die Partnervereine, die im Zürcher Kantonalverband für Sport ZKS zusammengeschlossen sind und mit denen werden wir sehr eng und gut weiter zusammenarbeiten. Eine erste Massnahme, die wir auch werden machen, ist selbstverständlich eben die Daten, das sollen ja auch Entscheidungsgrundlagen und sollen Entwicklungen auslösen. Die werden wir, das ist erst druckfrisch jetzt da gerade rausgekommen, die Studie, die werden wir aufbereiten und auch allen Partnern gut zustellen. Das wird Thema sein an Konferenzen etc. Also wir sind auf dem richtigen Weg und finden natürlich hocherfreulich, dass Zürcherinnen und Zürcher immer sportlicher werden. Ich glaube, der Herr Schötzau hat aufgezeigt, was wir machen. Wir unterstützen den Vereinssport, wir unterstützen die vielen Gemeinden auch Netzwerke, also Vereine, die sich zusammenschliessen, Angebote gemeinsam nutzen, vorhandene Anlagen noch besser nutzen, auch schauen, dass jede und jeder am Schluss bei dem Sport landet, wo ihr oder ihm am besten passt, also mit diesen Netzwerken, das finde ich sehr wichtig, dass die Leute auch die Sportart finden, die ihnen wirklich gefällt, dass im Verein viel, viel offener wird. Ich glaube, es hat im Vereinssport auch noch ein grosses Potenzial. Es ist tatsächlich so, dass mehr Männer in Vereinen organisiert sind. Wenn man aber ein bisschen hineinschaut, das ist jetzt nicht in dieser Studie, das ist in einer anderen. Wenn man ein bisschen hineinschaut, sieht man, dass zum Beispiel in der Turmbewegung die Mehrheit der Leute, die in einem Turmverein sind, heute Frauen sind. Ich glaube, irgendwie 54%. Und im Fußball, am anderen grossen Player, ist es naturgemäß noch nicht so. Aber wenn man ein bisschen genauer hineinschaut, sind die Frauen natürlich extrem am Aufholen. Und ich glaube, zum Beispiel im Frauenfußball liegt ein extremes Potenzial in den nächsten Jahren, auch von der Integration. Dann werden sich dann wieder die Fragen stellen, haben wir genug Anlagen. Die Fragen stellen sich schon jetzt. Und wenn man zum Beispiel beim FCZ-Museum die Ausstellung 50 Jahre Frauenfußball anschaut, ist das wahnsinnig eindrücklich, was für eine Bewegung da passiert ist. Wir glauben ganz generell, dass
Und das zeigt ja das, was Sie uns aufgezeigt haben, dass die Frauen aufgeholt haben. Irgendwann werden die Frauen wahrscheinlich die Männer überholen im Sport, weil es ja, glaube ich, auch mehr Frauen gibt. Als Männer ein bisschen, also eigentlich überall auf der Welt, außer in Indien und in China, aber das hat andere Ursachen. Und Frauen werden noch mehr aufholen im Sport und darum werden wir das diesjährige Forum vom Sportkanton Zürich unter den Titel stellen «Frau macht Sport» und werden verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wie wir noch mehr Frauen in dieser Gesellschaft können animieren zum Sport machen, weil ich glaube, dass Beteiligung im Sport immer etwas mit Integration, mit Teilhabe, mit Partizipation zu tun hat. Dass eine Gesellschaft insgesamt, wo sich möglichst viele Leute in ihrer Freizeit so betätigen, wie sie das wollen, dass das eine gesunde, eine gute, eine integrative Gesellschaft ist. Und da leisten wir gerne unseren Beitrag. Und darüber hinaus, glaube ich, hat Herr Schötz auch zu Recht gesagt, dass die Leute nicht wollen, dass wir gezielt den Spitzensport fördert, aber wir ermöglichen ihn selbstverständlich. Wir werden morgen Abend im Kanton Zürich den ersten wirklichen Grossanlass in der Schweiz haben seit langer, langer Zeit. Das ist ein Heimspiel vom ZSC. Im Kanton Zürich werden Grossveranstaltungen wieder möglich sein, selbstverständlich, unter all den Restriktionen, die es gibt. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, oder? Weil das sind Leuchtturmprojekte, ZSC, FCZ, GC, Kloten, das sind natürlich nicht nur Spitzen-Eishockey-Clubs, sondern sie haben auch riesige Juniorinnen- und Juniorenabteilungen. Und gerade für den Frauenfußball wird es wichtig sein, dass wir endlich wieder in die Normalität zurückkommen. Jetzt stehen wir Ihnen ganz freundlich und herzlich zur Verfügung. Zürich ist ein Sportkanton, das ist unser Fazit. Was haben Sie für Fragen? Nur zu? Also mich nimmt ganz grundsätzlich Wunder, eben logischerweise ist Ihre Hauptaussage, eben Zürich ist ein Sportkanton, aber also wäre die Hauptaussage nicht viel mehr, die Schweiz ist ein Sportland. Also, weil Zürich ist ja genau im Schnitt von der Auswertung letztlich. Wir sind über dem Schnitt. Ja, also. Ja, wir sind über dem Schnitt. Oder zwei. Ja. Ja. Ja, nein, aber also ist es ein bisschen, können Sie etwas dazu sagen, vielleicht im Vergleich zum gesamten Land? Also das nehme ich wunder. Gibt es denn dort solche, die völlig noch weiter oben ausschwingen oder auch unten rauskommen? Ja, also man sieht tatsächlich einen Unterschied, auch eben je nach Kanton oder nach Sprachregionen vor allem auch in der Schweiz. Also das hat sich jetzt in den letzten 6 Jahren auch ein bisschen minimiert. Also vorher hat man vor allem gekannt, dass die Tessiner und die Welschen ein bisschen geringere Sportaktivität an den Tag legen. Die Schweizer sind da ein bisschen sportlicher gewesen. Also man sieht vor allem Sprachregionen, dass es dort Unterschiede gibt. Aber auch da haben wir können feststellen in der nationalen Erhebung, dass die Sprachregionen die Unterschiede nach Sprachregionen in den letzten 6 Jahren auch eher ein bisschen abgenommen haben. Noch die andere Frage, die ich habe. Also die Untersuchung ist ja 2019 gemacht worden, aber Sie haben jetzt sehr stark auch Corona quasi das Ding. Also das hat ja nichts miteinander zu tun in dem Fall. Doch, also, doch, wir sind sportlicher geworden, bevor es Corona schon gegeben hat. Ja, aber ich glaube, wir sind nochmal sportlicher geworden. Eben, und da nehmen Sie sich wunder, also hat man dort irgendeine, das ist jetzt einfach unsere Annahme, dass wir sportlicher geworden sind, oder gibt es dort irgendwie... Wissen wir etwas, dass es tatsächlich so ist? Also es war sicher offensichtlich und auch in der Wahrnehmung so, dass in der Corona-Zeit hat man so viele Leute von außen gesehen, sportlich aktiv wie noch nie. Es gibt aber keine ähnliche Studie jetzt in diesem Jahr, haben wir nicht gemacht. Was es aber gibt, man weiss, das kennen Sie ja bestens auch von Strava-Daten, Velofahren, Joggen, dass da wirklich in dieser Zeit deutlich mehr Bewegung stattgefunden hat als in Nicht-Corona-Zeiten. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass viele Angebote, regelmäßige Angebote wie Vereine und so, nicht haben können stattfinden. Also das war eine Kompensation gewesen, irgendwo durch auch. Aber schlussendlich geht es auch um die Wichtigkeit des Sports und um die Bedeutung von der Bewegung für einen selber, für die Gesellschaft, die da zum Ausdruck kommt. Und das, glaube ich, ist extrem wichtig gewesen. Und das ist das, was wir in der Wahrnehmung schon sehr stark gespürt haben, dass das in Corona-Zeiten extrem wichtig ist.
wenn Sie es wollen, überspitzt formulieren, können Sie sagen, da reflektiert sich eigentlich eine Art Vorbereitung auf das Jahr, das wir hinter uns haben, weil eben ganz viele Leute sich im Sport können, einbringen, zufrieden sind, können verwirklichen. Ist man so gut vorbereitet gewesen auf die Zeit? Und das andere ist einfach auch ein Feldforscher. Ich weiß nicht, ob Sie neben dem Velofahren mal irgendwo in den Glarner oder Appenzeller Alpen gewesen sind diesen Sommer oder irgendwo. Also ich meine, es hat so viele Leute gehabt, die so viele Bewegungen gemacht haben. Vielleicht noch ein Wort zu Zürich, oder? Also ich meine, ich finde es, die Zürcher Zahlen wirklich beeindruckend, weil, und das soll man jetzt nicht als Zürcher arrogant auslegen, ich meine, wir haben schon noch, der Sport hat auch mehr Konkurrenz da, also man kann auch anders machen als Sport in seiner Freizeit, hat kulturell, also es hat sicher nie nicht so viel Angebot wie in der Agglomeration und trotzdem machen die Leute so viel Sport, das ist eigentlich das Beachtliche, oder? Das finde ich schon beachtlich. Also der Sport hat insgesamt einen deutlichen, stärkeren Stellenwert. Ich glaube, dass das letztes Jahr noch mal deutlich zugenommen hat, das glaube ich. Also Sport matters, oder? Also ich weiß, als ich angefangen habe, Politik zu machen, vor irgendwie 30 Jahren, dann haben die Leute gesagt, ja, ja, Sport ist schon gut da in der Gemeinde. Irgendwie einer soll da noch ein bisschen schauen, dass die auch noch etwas machen können. Und jemand soll an die Generalversammlung vom Turnverein. Das ist komplett anders heute, oder? Also Sport ein gesellschaftlicher Faktor ist, das würde niemand mehr ernsthaft bestreiten. Entschuldigung, Herr Schütze. Ja, nur, das ist auch noch, ich glaube, schon noch ein bisschen an den Nichtsportler festzumachen. Die sind, ja, eben, die sind markant zurückgegangen, auch besonders im Kanton Zürich. Und die machen den Schritt zum gelegentlichen Sportler, oder? Haben die gemacht. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich glaube, von der Entwicklung her, oder wo ich vor allem hoffe, von der Entwicklung her, in der nächsten Studie wird man dann das nochmal sehen, dass die Entwicklung allenfalls vorgeführt wird, dass noch mehr Zürcher noch mehr Sport machen. Also das, glaube ich schon, ist der Punkt. Und die ganze Corona-Situation, um vielleicht noch mal kurz darauf zurückzukommen, also die Situation von Sport immer und überall können machen, hat sich natürlich eben in Corona-Zeiten gezeigt, wo man eben auch gemerkt hat, gerade in der Stadt Zürich auch, der urbane Raum ist auch ein Sportraum. Und das ist natürlich etwas, wo in der Entwicklung vielleicht auch eine gewisse Beschleunigung mit sich zieht. Herr Schütze und ich sind ja ab und zu in der Corona-Zeit unterwegs gewesen bei Vereinen, also wo zum Teil dann in Probleme hineingekommen sind, weil sie einfach nicht mehr haben dürfen trainieren. Und also ich muss sagen, die unglaubliche liebevolle Art, wie zum Beispiel Fußballclub, dann wo man wieder hat das Fünfte dürfen und mit all diesen Auflagen und all diesen Restriktionen, wie die sofort wieder angefangen haben, das machen und sich ehrlich gesagt auch im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, die Leute sich trotz allem irgendwie an die Regeln gehalten haben, auch wenn es mühsam war. Und darum jetzt gute Corona-Zahlen haben in der Deutschschweiz, sage ich jetzt mal. Und darum jetzt wieder können Sportveranstaltungen zulassen. Ich meine, das ist schon auch, das zeigt schon, wie wichtig den Leuten der Sport ist. Und ich bin jetzt überzeugt, wenn sie morgen Abend ins Hallenstadion würden gehen, die Leute werden sich an die Regeln halten. Und die sich nicht werden an die Regeln halten, da werden andere schauen, dass sie sich an die Regeln halten. Es hat sehr einen schönen Kommentar im Tagesanzeiger heute im Sportteil, den ich nur kann unterstützen kann. Wir wollen einfach, dass wieder alle Formen von Sport möglich ist. Haben Sie auch eine Frage? Ich würde Ihnen gerne nachher noch fragen. Ja, von mir an. Okay, Frau Herzig, Sie haben das Schlusswort. Ja, merci vielmals.